werden heute eine besondere Challenge in Toilet Tower Defense spielen. Und zwar eine Challenge, die das Spiel uns selber geben wird. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Wir haben ja schon die Glücksrad-Challenge jetzt oft gespielt. Wir haben mit allen möglichen Einheiten, die wir uns selber ausgesucht haben, irgendwelche Challenges gespielt. Dabei gibt es einen einfachen Knopf im Inventar, der uns direkt die beste Challenge geben wird, nämlich der Equip Best Knopf. Wenn man den drückt, rüstet das Spiel automatisch die besten Einheiten aus, die man hat. Und in diesem Fall, wir drücken ihn, wird hier unten ausgerüstet, upgraded, Titan Cameraman, Sinister Cameraman, Titan Cinemaman, die Glitch-Toilette und wir haben den upgraded Titan Speakerman. Normalerweise wäre hier auch noch der, wie heißt der? Der Corrupted Titan Cameraman drinne. Aber den habe ich noch nicht. So viele Robux. Aber das ist unsere Challenge für heute. Mit diesen Einheiten gewinnen. Mit diesen Einheiten so weit kommen wie möglich. Ist natürlich ein bisschen tricky. Ich meine, wir haben immerhin den Sinister Cameraman. Der kostet immerhin nur $400. Von daher schauen wir mal, was wir mit den Einheiten bewerkstelligen können. Wenn euch solche Challenges gefallen, wenn euch diese Videos gefallen, Freunde, zeigt es mit einem Daumen und abonniert natürlich gerne den Channel. Ziel ist es, dieses Jahr noch 100.000 Abos zu knacken. Schaffe ich nur mit eurer Hilfe. Deswegen gerne abonnieren. Und nicht vergessen, wenn ihr eine PlayStation 5 gewinnen wollt, Freunde, eine echte PlayStation 5, könnt ihr gewinnen, wenn ihr in meinem Shop vorbeischaut. Der Link zu meinem Shop ist in der Beschreibung. Oder ihr gebt einfach tjulfa.shop ein, denn aktuell zählt jede Bestellung. Egal wie groß, egal wie klein, egal wie viel Geld ihr ausgibt, jede Bestellung ist automatisch ein Los für diese PlayStation 5. Und da das Tjulfa-Plushie jetzt auch wieder im Shop erhältlich ist, ist es die beste Gelegenheit. Das war letztes Mal recht schnell ausverkauft, aber es ist wieder da. Ihr seht, wie groß der Kollege ist. Der ist ziemlich cool. Schlag besser zu, bevor er wieder ausverkauft ist, wenn ihr ihn haben möchtet. Ansonsten gibt es ab diesem Freitag um 18 Uhr, also 17. November, 18 Uhr, ist mein Adventskalender auch im Shop verfügbar, Freunde. Hier gibt es auch noch eine Autogrammkarte dabei, aber der Adventskalender ist limitiert. Gibt nur 750 Stück, deswegen seid am Freitag am besten pünktlich. Freitag 18 Uhr, tjulfa.shop. Da kommt übrigens außerdem auch ein cooles Weihnachtsbundle, also schaut auf jeden Fall mal vorbei, Freunde. Aber wir nehmen jetzt erstmal unser neu geformtes Team. Wir gehen ins Toilet Headquarter, weil das die beste Map für solche Sachen ist. Und ich würde sagen, wir starten diesen Test erstmal mit dem Hard Mode. Ich glaube, Nightmare wird ein bisschen zu krass sogar, weil wir keine Scientist-Cameraman haben, die uns Geld bringen. Und weil wir keinen Medic haben, der uns zwischendurch heilt. Deswegen starten wir erstmal mit dem Hard Mode rein und schauen, was so geht. Wenn wir das natürlich schaffen, versuchen wir auch noch den Albtraum-Modus am Ende. Aber wir müssen jetzt sowieso erstmal Autoskip anmachen und müssen erstmal warten, bis überhaupt genug Geld da ist, damit wir irgendeine Einheit platzieren können. Und schauen wir mal, wo wir den Sinister Cameraman jetzt hinstellen. Der nächste Skip müsste jetzt stattfinden. Warte kurz. Jo, da ist er. Und wir platzieren ihn hier hin. Und das reicht hoffentlich. Der kann jede Sekunde jetzt angreifen. Ich hoffe, das reicht. Wir machen Autoskip jetzt erstmal aus. Ich hoffe, das reicht erstmal, dass der hier erstmal ordentlich aufräumt. Das Gute ist halt, dass der einen mega heftigen Radius hat, indem er angreifen kann. Das ist hier schon mal der erste Vorteil, den der definitiv hat. Das alleine könnte schon vielleicht reichen, um uns jetzt hier erstmal über die Runden zu kriegen. Und dass er direkt 500 Schaden pro Hit macht. Der Sinister Cameraman ist eigentlich echt eine starke Einheit. Der hat's schon drauf. Und wir schlachten die letzte Toilette weg. Hat er sehr gut gemacht. Wir haben noch nicht genug Geld für ein Upgrade. Aber ich denke, wir können uns so erstmal durch die Wellen hier durchschlagen. Bisschen Kohle verdienen. Und nehmen wir gleich erstmal... Gut, aber damit greift er auch noch nicht schneller an, ne? Das Hauptproblem ist einfach nur, wenn jetzt gleich richtig viele oder wenn richtig starke Einheiten kommen, dann guckt der Sinister Cameraman ganz schön in die Röhre. So viel kann ich euch sagen. Und ich habe unseren Sinister Cameraman mal von hier unten nach hier oben geräumt und wir haben jetzt hier die erste Boss-Toilette. Könnte ein bisschen interessant werden. Ich platziere jetzt aber auch einfach mal den ersten Glitch-Cameraman. Der kann jetzt zwar auch nur jede Sekunde angreifen, aber der Bruder macht genauso viel Schaden wie Sinister Cameraman. Deswegen hauen wir ihn jetzt einfach auch mal hier hin. Damit er uns noch ein bisschen helfen kann. Weil das müsste dann jetzt sogar reichen, um die Boss-Toilette zu besiegen. Let's go. Und dann kriegt Glitch Cameraman auch mal direkt noch ein Upgrade. Jetzt machen die beiden hier schon mal ordentlich Damage. Let's go. Die können hier richtig gut was aufräumen. Ey, ich glaube, der Hard-Mode wird echt easy. Ich will noch nicht zu viel versprechen, okay? Ich halte mich noch ein bisschen bedeckt. Aber ich glaube, den Hard-Mode, den sollten wir... Ist ja wie ein Spaziergang. Ist ja wie einem Kind den Lolli zu klauen. Oder so. Vielleicht habe ich aber auch einfach mich zu früh gefreut, Freunde. Weil jetzt ist hier... Sind zwei Giant Glasses Toilet durchgekommen. Ich habe nämlich nicht bedacht. Ich habe einen Titan Cinemaman platziert. Aber der kann ja gegen Giant Glasses Toilets überhaupt nichts machen.
Weil die haben Brillen auf. Guck sie dir an. Die dreckigen. Den kann ich keinen Schaden machen deswegen. Und jetzt ist hier auch noch eine Jetpack-Toilette durchgekommen. Gut. Das sieht schlecht aus. Ich platziere hier mal noch einen Sinister Cameraman. Der kann ja noch ein bisschen Schaden machen. Der kann uns jetzt hier aber auch nicht mehr wirklich retten. Der kann... Oh, Vakuumtoiletten sind auch durchgekommen. Oh nein. Okay, wir haben definitiv... Warte mal. Ja. Ja, ja. Wir haben definitiv verloren. Wir haben... Ja, spätestens jetzt. Ja, okay. Die Multiclaw Jetpack Toilet wird jetzt auch ganz easy durchkommen. Hä, wie kann man das verlieren? Wir haben so gute Einheiten. Ist das nur, weil die mich als betäuben? Und wir haben verloren. Okay. Das müssen wir nochmal machen mit einer anderen Taktik. Also das Team ist eigentlich stark genug dafür. Und man muss nur eine Kleinigkeit ändern, Freunde. Ich habe jetzt hier einfach nur Upgraded Titan Cameraman hingestellt, anstatt den Cinema Man. Und schon läuft das wie am Schnürchen. Vor allem haben wir ihn jetzt schon hier auf Level 5. Er kann jetzt seinen Energiekern schon aufmachen. Und wenn der erstmal aufgeht und er anfängt hier richtig loszurösten, fällt sowieso alles tot um. Das einzige Problem, was wir jetzt halt wirklich noch haben, ist, dass unsere Einheiten teilweise echt heftig betäubt werden. Wenn ihr so eine Explosionstoilette reinrudert und hier alle richtig lange betäubt und dann noch irgendwelche anderen Einheiten kommen, kommen die Toiletten teilweise bis hierhin, obwohl wir hier vorne so eine Feuerkraft haben. Also das könnte ein bisschen tricky werden. Ich denke trotzdem, dass der Hard Mode kein Problem sein wird. Also den Hard Mode sollten wir jetzt wirklich easy schaffen. Vor allem die Sinister Cameramen sind beide noch Level 5. Ja, die können beide nochmal verbessert werden. Und auch er hat ja noch eine Verbesserungsstufe. Oder sogar noch zwei hat er, glaube ich, ne? Ich glaube, der geht sogar bis Level 7. Ja, und dann räumt sie sowieso richtig. Also mal schauen. Aber Hard Mode sollte, außer wir werden nochmal richtig, richtig heftig betäubt, sollte es eigentlich kein Problem sein. Ich sage extra eigentlich. Sagt hinterher nicht, ich hätte nicht eigentlich gesagt, falls doch schief geht. Aber offensichtlich bin ich nicht richtig informiert. Das Maximallevel vom Upgraded Titan Cameraman ist Level 6. Ich dachte irgendwie, es ist Level 7 und wir müssen ihn gleich nochmal upgraden. Aber die beiden Sinister Cameramen sind auf Maximallevel und der Upgraded Titan Cameraman ist auf Maximallevel. Und scheinbar reicht das schon, um hier ordentlich durchzuflügen. Wir sind auf Welle 41 und die räumen hier mächtig deftig auf. Ich werde mir jetzt mal Spaß machen und noch eine Glitch-Toilette mit dazu packen. Weil das sind auch auf Maximallevel nochmal 12.000 Schaden pro Sekunde, die hier rausgelötet werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache lieber nochmal 12.000 Schaden mehr. Viel hilft viel. Besonders in Toilet Tower Defense. Das ist eine Grundregel, Freunde. Warum sind die weitergefahren als die anderen? Na egal, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wurden die von irgendwas verlangsamt, aber ich weiß nicht genau von was. Aber... Okay, es reicht nicht ganz für noch ein Glitch-Cameraman-Upgrade, aber ihr seht, wie easy wir gerade die Wellen platt machen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal irgendein Problem kriegen. Also, beste Einheiten equippen, gute Taktik bis jetzt. Außer eure Einheiten sind alle schlecht, dann ist es keine gute Taktik, dann lasst es. Obwohl, ihr könnt es natürlich trotzdem machen, ist wahrscheinlich die beste Chance, die ihr habt. Okay, hört nicht auf das, was ich sage. Aber es funktioniert, das ist die Hauptsache. Und Welle 50 im Hard Mode startet auch schon, Freunde. Ich habe hier mal noch einen Upgraded Titan Speakerman hingemacht und noch einen Glitch Cameraman. Auch natürlich alle schon auf Maximallevel. Was habt ihr anderes erwartet, Freunde? Und hier jetzt harter Schwierigkeitsgrad, wird halt easy auseinandergenommen, ne? Ganz entspannt hier, Helikopter-Parasiten-Toilette, easy. Mutanten-Toilette 2.0, easy. Und auch Boss-Toilette 3.0 kassiert hier maximalen Damage. Und sobald die Leute hier im Energiekern sind, werden die sowas von geröstet. Und easy den harten Schwierigkeitsgrad hops genommen. Let's go. Und dann testen wir das Ganze jetzt nochmal mit dem Nightmare-Mode. Keine Ahnung, was hier jetzt passieren wird. Das könnte ganz, ganz übel nach hinten losgehen. Könnte aber auch gut funktionieren. Ich meine, hart haben wir schon mal ziemlich easy geschafft. Vielleicht funktioniert es auf Nightmare genauso gut oder sogar noch besser, je nachdem, wie ich jetzt die Einheiten platziere. Wird jetzt interessant. Aber mal schauen, ob wir es hinkriegen, Freunde. Es wird spannend. Aber auch hier wird so sein, dass jetzt ungefähr der Skip einsetzt, oder? Yep. Und wir können jetzt hier den ersten Sinister Cameraman platzieren. Ist also Hard Mode und Nightmare Mode sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Kann man ja einfach mal so sagen, ne? Also von den ersten paar Wellen sind die sich schon echt recht gleich. Außer, dass natürlich im Nightmare-Mode viel schneller die ersten Bossviecher kommen und uns das Leben schwer machen. Obwohl hier jetzt Welle 5 schon direkt interessant wird. Zum einen haben wir die erste Boss-Toilette und wir haben noch nicht mal genug Geld. Jetzt haben wir genug Geld, um das erste Upgrade zu machen. Aber es kommen direkt ultra viele von den kleinen Toiletten durch, weil wir viel zu langsam angreifen, um die aufhalten zu können. Und schaut mal, was hier jetzt passiert. Alter, die ziehen uns so viel Leben weg.
Warte mal. Hey, stopp! Wir überleben. Wir überleben mit 10 Leben. Ich konnte nichts machen, Freunde. Ich konnte sonst nichts machen. Ich hatte nicht genug Geld, um ein Upgrade zu kaufen. Und Sinister Cameraman ist jetzt halt Level 2. Der kann nicht schneller angreifen. Wir haben keine Einheit, die schneller angreift. Oder irgendeine Einheit, die irgendwie Flächenschaden macht oder uns Geld bringt. Das hier ist alles, was wir tun können. Okay, vielleicht habe ich eben Mist erzählt. Vielleicht unterscheiden sich Hard- und Nightmare-Mode doch krasser, als ich dachte. Das sieht übel aus. Und mal sehen, ob wir es jetzt überhaupt schaffen, die Boss-Toilette aufzuhalten. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Für die machen wir genug Schaden. Das Problem waren einfach nur die ganzen vielen kleinen Toiletten, die hier eben gekommen sind. Weil ich meine, wir machen jetzt 1000 Schaden pro Sekunde. Die Boss-Toilette kommt jetzt hier in Range. Und das sollte kein Problem sein. Ja, die ist ja länger in Range als 16 Sekunden. Also, ja, easy. Okay, die Boss-Toilette schaffen wir schon mal. Dann machen wir schon mal Skip Wave, damit der Rest sich schon mal auf den Weg macht. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt nicht schnell an genügend Geld kommen, um noch einen Sinister Cameraman oder eine Glitch-Toilette zu platzieren, dann kommen wir nicht weit. Aber es hat geklappt, das Ganze hier ein bisschen zu retten, Freunde. Wir haben jetzt schon einen Sinister Cameraman auf Level 3 und noch einen auf Level 2. Ist jetzt ein bisschen doof, dass die alle hier unten stehen. Wäre natürlich besser, wenn wir die hier oben stehen hätten, um die Lanes hier abzudecken. Muss ich mal schauen, ob ich gleich noch Stück für Stück welche hier oben platziere. Weil wir oben natürlich eine viel bessere Reichweite haben. Also, ne? Weil die Einheiten ja hier viermal um die Kurve an uns vorbei müssen. Ist natürlich viel, viel besser, wenn wir sie da oben stehen haben. Deswegen mal schauen. Ich glaube, wenn wir die Welle jetzt hier gewonnen haben, sollten wir genügend Kohle haben, um schon mal eine Einheit da oben zu platzieren. Jupp, genau richtig. Ich kann doch Mathematik. Wir stellen den mal, komm, wir stellen den mal hier so hin. Für optimale Reichweitennutzung. Und dann können wir den jetzt auch noch Stück für Stück verbessern. Aber Albtraummodus. Und es sieht gut aus. Bis jetzt. Also ich meine, wir haben nur noch 10 Leben. Okay, sieht nicht so gut aus. Aber wir leben noch. Das ist das Gute daran. Obwohl sich das Ganze jetzt vielleicht, war knapp, noch ändern könnte. Also diese kreisige Toilette da hat gerade ganz schön Tempo vorgelegt. Und jetzt kommen hier gleich noch 3 Boss-Toiletten. Die kommen ganz langsam hier runtergefahren. Die lassen sich ein bisschen Zeit, Freunde. Aber die sollten wir easy schaffen. Aber wir haben jetzt hier ein paar Spider-Toiletten, die wir direkt umhauen. Und dadurch können wir jetzt hier oben nochmal den Sinister Cameraman upgraden, dass wir die Einheiten jetzt wieder langsam nach hier oben verlagern. Vertraut mir, das ist einfach 100-mal besser, die Einheiten da oben zu haben, anstatt die hier unten hinzustellen. Ansonsten können wir es gleich sein lassen. Dann können wir gleich aufhören. Aber wie ihr seht, Boss-Toiletten gar kein Problem. War klar, weil die sind so langsam, die kriegen so viel Schaden ab hier unten. Keine Chance, dass die hier irgendwie jetzt was machen können. Ja, nee, keine Chance, okay. Und wir platzieren mal direkt noch einen Sinister Cameraman hier so. Ich bin gerade am überlegen, ob wir den einen Level 2 hier unten verkaufen. Ja, machen wir auch. Dann upgraden wir den hier noch auf Level 2. Haben wir quasi Level 2 gegen Level 2 getauscht. Das ist okay. Die beiden Level 2er lassen wir jetzt mal hier oben stehen. Und den Level 3er hier unten, den verkaufen wir dann gleich irgendwann. Wenn beide hier oben auf Level 3 sind. Dann verlagern wir Stück für Stück alles nach hier oben. Und dann können wir uns auch langsam unseren ersten Titanen kaufen. Und dann wird es richtig interessant. Obwohl wir jetzt direkt in ein Problem laufen, Freunde. Wir sind auf Welle 11 immer noch. Die Sinister Cameraman hier oben haben ihre Arbeit gut gemacht. Aber es sind 3 Minigun-Toiletten hier unten. Ich meine, der Sinister Cameraman macht gut Schaden. Aber 3 Minigun-Toiletten, vor allem, die können uns auch betäuben. Aber wir sind, glaube ich, genau out of range. Okay, vielleicht. Nee, schafft er nicht. Schafft er nicht, oder? Das schafft er nicht. Oh, Backe, Freunde, das schafft er nicht. Das ist mega knapp, aber er schafft es nicht. Und jetzt, der hier macht 1000 und 1000. Und wir haben es überlebt. Okay, das war crazy. Wir müssen jetzt dringend Geld zusammensparen und beide hier oben auf Level 3 bringen, damit die schneller angreifen. Und wir, boah, ich würde den hier unten gerne verkaufen, ne? Ich würde ihn, ich mach's. Ich upgrade ihn hier auf Level 3. Und wir sollten jetzt schnell genug beisammen haben, um noch einen Upgrade zu machen. Warte kurz. Komm, verhaut mal noch schnell einen da. Verhaut mal noch so eine Dual Claw. Nein, das reicht noch nicht ganz. Come on, snack hier mal so eine Dual Claw Toilet jetzt weg. Come on, Bro. Let's go. Okay, jetzt haben wir das Upgrade. Okay, und das sollte jetzt kein Problem sein. Jetzt hier auch die Minigun-Toiletten. Das Problem bei denen ist, dass die uns betäuben.
Die können uns betäuben und die können uns viel betäuben, wenn die direkt neben uns stehen. Die haben so einen ganz komischen Cooldown, dass die irgendwie die ganze Zeit, ja, da reinschießen. Ganz doof, aber wir machen jetzt zum Glück viel mehr Schaden mit den beiden Sinister Cameramen hier oben. Na komm, greif nochmal an. Okay, wie viele Toiletten sind das jetzt noch? Das sind noch 3 Stück, ne? Aber die haben nicht mehr alle so viel Leben. Also schauen wir mal. So, zack, eine ist direkt weg. Das wird mega knapp. Oh Leute, das wird ultra... Nein, wir schaffen es nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir müssen Skip Wave machen. Wir müssen Skip Wave machen. Und wir müssen nochmal... Pass auf, ich platziere den hier so. Ich platziere den hier so. Warte, der wird jetzt betäubt, oder? Ne, er wird nicht betäubt. Wir haben Glück gehabt. Aber reicht es, um die Toilette zu erledigen? Es schickt. Okay. Alter, das kann doch nicht sein. Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Ich platziere vorne den Glitch Cameraman. Der macht nochmal Schaden und den können wir jetzt... Oh, Mutantentoilette 2.0. Gar nicht gut. Aber sie kassiert gut. Viel Leben, aber kriegt auch ordentlich einen rein hier. Von daher... Okay, das schaffen wir, das schaffen wir. Ey, das ist ein kompletter Fiebertraum, dieses Level. Ey, die ganze Zeit so ganz knappe Abschnitte, wo wir gerade so irgendwie durchslittern. Bis jetzt leben wir noch, aber die Sterne stehen schlecht. Wir machen hier ein Upgrade. Let's go. Yo, und jetzt ist hier einfach mal eine riesige Armee von Assassinen-Toiletten durchgerusht, während wir hier alle betäubt waren. Keine Ahnung, von was die alle betäubt waren. Auf einmal waren alle am Schlafen. Ich dachte schon, das war's. Das war mega knapp. Und jetzt haben wir hier eine Multiclaw-Jetpack-Toilette. Die hat noch fast volles Leben. Klar, warum nicht? Und ganz viele Boss-Toiletten, die ja auch noch einfach rumfahren. Leute, bitte einmal alle angreifen. Bitte. Was geht ab? Hä? Und die Boss-Toiletten leben auch noch. Bro, das geht doch nicht, Mann. Okay, wir greifen hier mal langsam rein an. Ich musste skippen, Freunde. Ich musste skippen, damit ich ihn hier kaufen konnte. Und ich kann ihn auch direkt wieder verkaufen, weil es mir gar nichts bringt. Ey, okay, ich glaube, das Experiment ist gescheitert. Ich glaube, Albtraummodus ist dann hier doch... Ah ja, jetzt kommt auch noch die Airplane-Toilette. Die kann ich auf keinen Fall... Ich kann hier gar nichts aufhalten. Ich kann ihn jetzt hier hinstellen. Der greift hier ein bisschen an. Und dann die Multi-Claw-Jetpack-Toilet. Ah. Okay. Freunde. Beste Einheiten equippen. Reicht, glaube ich, nicht für den Albtraum-Modus. Da braucht man schon ein bisschen mehr Strategie. Und vor allem Einheiten, die einen heilen. Für den Albtraum-Modus braucht man unbedingt Einheiten, die einen wieder aufwecken. Man wird hier so oft betäubt. Man kommt ansonsten echt nicht durch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß mit diesem Video, Freunde. Lasst gerne immer einen Daumen nach oben und ein Abo. Vergesst nicht den Weihnachtsverkauf am Freitag, 18 Uhr. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Und bis dahin.